Ob Lern- oder Konzentrationsschwäche, Wahrnehmungsprobleme oder sprachliche Auffälligkeiten, bei manchen Kindern verläuft die Entwicklung verzögert. Die Lebenshilfe Tuttlingen bietet hier eine individuelle Förderung an. Sie soll Entwicklungsprobleme mildern und im besten Fall sogar ganz beheben. Wie diese Förderung aussieht, das sehen Sie nun am Beispiel von Familie Jasice. Das ist Eliesan. Er puzzelt gerne und liebt Spielzeugautos. Ganz normal in seinem Alter. Aber irgendwann bemerken seine Eltern gewisse Auffälligkeiten in der Entwicklung. Der damalige Arzt führt das auf seine Frühgeburt zurück. Man hat es halt dadurch gemerkt, eben wie gesagt, wo er im Kindergarten angefangen hat. Davor hat man den Vergleich ja nicht gehabt mit den Kindern. Aber im Kindergarten, das waren halt so einfache Sachen wie zum Beispiel eben Jacke anziehen. Da konnten schon Gleichaltrige, also in seinem Alter konnten das andere Kinder sehr leicht machen, aber er konnte das halt nicht, er hat es halt nicht so leicht begriffen. Oder diese Schuhe anziehen, solche leichte Sachen. Oder jetzt auch mit der Würfelkiste, wo es ja die Kreise, Würfel und solche Sachen gibt. Die hat er nicht draufsetzen können. Vom Arzt bekommt Familie Jasice den Hinweis auf eine spezielle Förderung. Hier in der Frühförderstelle der Lebenshilfe Tuttlingen bekommen Kinder wie er individuelle Unterstützung. Manche haben Probleme mit der Feinmotorik, andere mit Ausdauer oder Gleichgewicht. Eliesan wird hier genau in den Bereichen gestärkt, in denen er Unterstützung braucht. Das Ganze geschieht spielerisch. Das Ziel, Entwicklungsverzögerungen abzuwenden und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Eliesan besucht nun schon seit einem Jahr die Frühförderstelle in Tuttlingen. Viele positive Erfahrungen haben sein Selbstbewusstsein gestärkt, Erfolgserlebnisse stellen sich ein. Es ist ihm nun möglich, so kurze Spielsequenzen mit mir gemeinsam anzugehen, zu spielen, sich darauf einzulassen. Und seine Ausdauer wird durch die intensive Einzelförderung, wird die Ausdauer und die Konzentration von ihm stetig gesteigert. Also man merkt da eigentlich von Stunde zu Stunde einen Fortschritt. Er hat Freude, er zeigt Interesse und das sind für uns ganz wichtige Grundvoraussetzungen. Und ja, ist eine ganz wichtige und tolle Entwicklung für Eliesan. Anfängliche Ängste und Unsicherheiten hat der Fünfjährige überwunden. Er kommt gerne hierher, verbessert sich mit jedem Besuch. Er ist geduldiger und hat mehr Ausdauer. Und gleichzeitig eine Menge Tatendrang, wie jedes Kind in seinem Alter.